In der langen Nacht der Wissenschaft hatte jeder ein anderes Ziel. Die einen wollten hoch hinaus, andere liebten den Rausch der Geschwindigkeit. Der Dekan, als einer der Organisatoren des Festes, hatte das Ziel, die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen und Interesse zu wecken. Und wenn wir Ihnen das heute vermitteln können, dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollen. Glücklicherweise sind die meisten Kinder gesund. Doch was ist, wenn sie krank oder zu früh zur Welt kommen? Um dafür ein Gefühl zu bekommen, lud die Elterninitiative an ihren Infostand ein. Wir sind die Elterninitiative für Frühgeborene und kranke Neugeborene in Homburg. Wir möchten Mütter unterstützen, die eine Frühgeburt hatten oder vielleicht auch kranke Neugeborene haben in der Zeit nach dem Klinikaufenthalt, dass sie einfach nicht alleine dastehen, dass sie jemanden, einen Ansprechpartner haben, an den sie sich immer wenden können. Wenn sie Adressen brauchen, helfen wir weiter. Deutlich beeindruckt war diese kleine Besucherin von der Demonstrationspuppe Louis, die ein Frühgeborenes in der 27. Schwangerschaftswoche darstellte. Etwa jede fünfte schwangere Frau raucht. Die möglichen Folgen für die Ungeborenen: geringeres Geburtsgewicht und Frühgeburt. Säuglinge und Kleinkinder rauchen mit, passiv eben. Passivrauchen bei Kindern oder in der Gegenwart von Kindern führt auch zu enormen Entwicklungsverzögerungen. Auch hier entwickeln sich noch die Gehirnnerven im Kindesalter, und wenn die Eltern in der Gegenwart der Kinder rauchen, kommt es auch hier, dass sich die Nervenvernetzungen nicht so wie bei einem Kind, was in einer rauchfreien Umgebung aufwächst. Und dadurch sind auch diese Kinder mit minder Intelligenz deutlich im Nachteil und chancenberaubt. Nicht jedem ist klar, wie Niere und Blase funktionieren. Wir hatten Glück und trafen bei den begehbaren Organmodellen zwei, die es wussten. Und was ist die Niere? Die Niere, die ist ein Organ, was senkrecht in unserem Körper steht. Mhm. Und wie viele Nieren hast du? Zwei. Und wie viel du? Zwei. Ach, zwei, prima. Und was macht die Niere? Die filtert das Blut und der Rest, das Urin, das wird dann durch den Harnleiter in die Blase geleitet. Und dann? Kommt sie raus. Prima. Was möchtest denn du mal werden, wenn du groß bist? Ich möchte zum Direktor werden, aber erstmal Tierpfleger, damit ich mich aufarbeiten kann. Prima. Und du, hast du auch schon irgendwelche Vorstellungen, was du gern werden möchtest? Zahnarzt. Wer und was hinter der Abkürzung ZDS stecken, erklären Medizinstudenten an ihrem Stand. Zur Betreuung für die Studierenden sind wir auch eine Anlaufstelle natürlich, vor allem für die internationalen Studenten. Und wir helfen bei allgemeinen Problemen, sei es Richtung Studium und Finanzierung, aber wir delegieren dann eben auch weiter an die Fachrichtungstutoriate, also das ist ein Projekt aus Saarbrücken, die dann spezifisch zu jedem Studiengang eben Hilfe leisten, sei es jetzt finanziell, sei es bezüglich der Fachrichtung, sei es mit sprachlichen Problemen und so weiter. Im Asta-Büro könnt ihr, ne? Wir gehen, also das ist das Programm. Toll. Also die Idee war von Medizinstudenten, also ich gehöre auch dazu, und das in die Wege geleitet, das war die Frau Meink, die von Saarbrücken für CIS auch zuständig ist, und der Leiter von der International Office, der Dr. Auelbach. Und mit unserer Hilfe also haben wir das Ganze also in die Wege halt gebracht, genau. Grüne Inseln unter altem Baumbestand laden zu Gesprächen ein. Und was wir gerne noch wissen wollten, was macht eigentlich ein Dekan? In der Tat hat er die Verantwortung für Forschung und Lehre an der Universität, was den Studiengang Medizin, also bei uns ist es Humanmedizin und Zahnmedizin und auch sogar Human- und Molekularbiologie angeht. Das heißt, die Verantwortung, dass das Studium akkurat abläuft bis zum Staatsexamen, aber natürlich auch, dass das Forschungsprofil, die Forschungsqualität möglichst hochwertig ist, möglichst nicht nur national, sondern international Spitzenklasse ist. Und wenn ich das schaffe, dann freue ich mich auch darüber. Ja, mein Sohn Tom wollte im letzten Jahr schon kommen, da hat es nicht gepasst, und in diesem Jahr dachten wir, jetzt gehen wir mal hin.